Mein lieben Update zum FTX-Skandal bzw. zum Kollaps, wie das Ganze hier etwas harmonisiert dargestellt wird. Es gibt Neuigkeiten. Gestern war der erste Tag der Verhörung ohne Sam Bankman-Fried, was auch schon die ersten Fragen aufwirft. Wie kann es sein, dass die ganze Prozedur relativ lange dauert und einen Tag vor möglicher Verhörung bzw. vor hier dieser Anhörung dann auch Sam Bankman-Fried, der ehemalige CEO von FTX, verhaftet wird und nicht erscheinen kann. Das sind Fragen, die gleich auch noch auftauchen. Ansonsten sehen wir hier den neuen CEO von FTX, der entsprechend erstmal über diese Missstände, die dann intern noch aufgeklärt wurden oder über die noch investigiert werden muss, letztendlich berichtet. Und wir schauen ein paar Sekunden rein, schauen an ein paar Stellen mal gemeinsam rein und werde dann mit dir gemeinsam hier erörtern, was so grundlegend aktuell Phase ist. Aber wir starten mal mit einem relativ spannenden Punkt hier. Who access hundreds of millions of dollars in crypto assets without effective security controls or encryption. The ability of Alameda to borrow funds held at FTX.com to be utilized for its own trading or investments without any effective limits whatsoever. The commingling of assets, the lack of complete documentation for transactions involving nearly 500 separate investments made with FTX group funds and assets. In the absence of audited or reliable financial statements, the lack of personnel and financial risk management functions, and the absence of independent governance throughout the FTX group. The fundamental challenge we face is that we're in many respects starting from near zero in terms of the corporate infrastructure and record keeping that one would expect in a multi-billion dollar corporation. Still in just over four. Ja, in den ersten Minuten oder die ersten fünf Minuten wird letztendlich dargestellt, was passiert ist bzw. was zu sehen ist, was sind so die Key Facts, die wir mitnehmen können. Punkt 1, FTX und Alameda, also quasi die Lending-Plattform bzw. diese Investment-Gruppe, die haben sich nicht aufgeteilt von FTX, sondern da gab es keine Unterscheidung zwischen diesen beiden Legalities, zwischen diesen beiden Companies, sondern die wurden zusammengemischt. Und da wurden Gelder hin und her geschickt, ohne irgendwelche Limits, also ohne irgendwelche Grenzen, ohne vernünftige Dokumentation, ohne eine Meldepflicht quasi eines Unternehmens des anderen gegenüber. Das heißt also, da kam gar kein wirklich dokumentierter Informationsaustausch zustande, sondern es wurde Geld hin und her geschoben. Ja, es sind tatsächlich Summen von 40 bis 50 Milliarden. Moment, ich nehme mal kurz hier mein Zeichentool, von 40 bis 50 Milliarden aufgetaucht an Liabilities, also an Verpflichtungen, denen nachgekommen werden muss. Aber es ist nur letztendlich 1 Milliarde sichergestellt worden. Das heißt also, wenn wir das mal sehen wollen, knapp 2,5% oder weniger. Das ist so im Raum. Ob das stimmt, müssen wir noch weiter forschen bzw. abwarten. Aber das hier war letztendlich an Assets sicherzustellen bisher. Dann hat Mr. Ray auch behauptet, dass es Wochen bis Monate dauern kann, das alles, das Kollateral tatsächlich zu aggregieren, anzusammeln und dann an entsprechend die Gläubiger dann auch auszuschütten. Und auf die Frage hin, ob wer letztendlich Anspruch hat bzw. wer Schadensersatz erhält, das sind riesige Summen, ist natürlich die Frage, wie sieht es aus mit den US-insassigen Personen und wie sieht es aus mit den internationalen Personen, also was wir letztendlich darstellen würden. Da wurde letztendlich nicht ganz genau gesagt, was oder wer hier auch den Vorrang bekommt. Aber einige Tendenzen gehen dahin, dass erstmal natürlich die US dann entsprechend auch ihren Vorteil erhalten würde. Weil, du weißt es, FTX US und letztendlich diese internationale Company, das sind eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber entsprechend auch aufgrund fehlender Dokumentation ist das sehr, sehr schwierig, da auseinanderzuhalten, wer welches Geld in FTX gebracht hat. Und ja, quasi der neue CEO hat das bekräftigt, beziehungsweise versucht da auch darzustellen, dass es quasi ein riesengroßes Chaos ist in den internen Geschichten, in den internen Büchern, und behauptet sogar, dass mit QuickBooks gearbeitet wird. Und vielleicht kurz die Frage, was QuickBooks ist. QuickBooks ist tatsächlich eine Accounting-Software für Small Businesses. Und im Prinzip ja vielleicht nichts Schlimmes, aber das ist vielleicht nicht unbedingt das, was man einem Multimilliardenkonzern irgendwie unterstellen würde, was eine vernünftige Buchhaltung dann auch anbelangt. Auf jeden Fall hier das als ersten großen Punkt, dass im Hintergrund ohne irgendwelche Regulatorien, ohne irgendwelche saubere Buchführung, ohne überhaupt diese Accountability, also überhaupt diese Möglichkeit,
irgendwas wirklich festzuhalten ohne Audits, dass überprüft wird, ob diese Tätigkeiten, ob diese Assets, die im Hintergrund liegen, überhaupt irgendwo vorrangig sind, ob die überhaupt irgendwo valide sind, wurden letztendlich Milliarden hin und her geschoben und es wurden Kundengelder von FTX für Alameda Research dann letztendlich im Investmentbereich verwendet. Das heißt also, dass mit deinem Kapital gehebelt Kapital gehandelt wurde, um Gewinne zu erwirtschaften. Das heißt also, du trägst das Risiko, obwohl du einfach nur deine Coins auf FTX haben wollen würdest. Ja, dann kamen verschiedene Personen zur Sprache und Mr. Sherman war wohl anscheinend nahezu darauf vorbereitet, 5 Minuten lang Krypto komplett zu zerlegen, beziehungsweise zu sagen, warum Krypto das Problem darstellt. Und nimmt so ein bisschen den Fokus von Sam Bankman-Fried weg, aber behauptet, dass letztendlich der Crypto-Space ein Garten voller Schlangen ist. Und wir hören mal kurz ein paar Minuten rein. Great members of Congress. My fear is that we'll view Sam Bankman-Fried as just one big snake in a crypto garden of Eden. The fact is, crypto is a garden of snakes. Now, from the outside, crypto just looks like a non-fungible token. An electronic pet rock for the 21st century. Something that might be good to invest in, even though it has no apparent value, because you might get somebody else to buy it from you for even more. But in reality, the hope of crypto is to be a currency, to compete with the US dollar, and to announce its advantage over the US dollar in that competition. It puts the advantage right in the name. Crypto, hidden currency. So, da sagt er nichts anderes als genau, Krypto eben entsprechend diese versteckte Währung. Der Anspruch oder der Wille von Bitcoin ist es, oder von Krypto im Generellen, den US-Dollar abzulösen, eine Währung zu sein. Wie gesagt, da werdet ihr wahrscheinlich den Herrn Sherman steinigen, vor allem die, die sich viel, viel mehr mit der gesamten Technik dahinter beschäftigen. Nichtsdestotrotz, er sagt, dass Krypto letztendlich versucht, eine Währung zu sein, wie es der US-Dollar ist. Und jetzt gleich wird er ansprechen, dass aber letztendlich Krypto keinen Wert hat. Und deswegen, den einzigen Wert, den Krypto hat, ist, wenn du jemanden findest, der dir deinen Coin teurer abkaufen möchte. What is there a big market for that? Is there a big advantage that crypto has over the US dollar if it actually became a currency, which it's not yet? Well, there are drug dealers, human traffickers, sanctions evaders will find that to be a good feature. And as Sam Bankman-Fried would tell you, there's a... Kurzer Exkurs da noch, dann behauptet er, dass ein Vorteil von Krypto ist, letztendlich natürlich Kriminalitäten zu unterstützen, weil das Ganze dann schön unter der sichtbaren Spanne läuft quasi, also schön dann auch im Hintergrund und niemand was mitbekommt. Das natürlich ein bisschen spöttisch hier dargestellt. For bankruptcy court evasion. But the big market is tax evasion. And I know there are some on the other side who cheer every time a billionaire escapes taxes. The other announced purpose of crypto is the US dollar as a world reserve currency, thereby enriching the corporate billionaire bros and taking thousands of dollars of advantage away from every American family. Da kommt die Werbung. Kann man auch noch spielen. Genau, da sagt er halt letztendlich, dass durch dieses Steuersparen vor allem natürlich vielen, vielen Familien dann entsprechend das Geld weggenommen wird in Form von Sozialhilfen, Versicherungen und so weiter und so fort. Und genau, da geht es halt noch ein bisschen weiter. I have one comment from my colleagues. Don't trash Sam Bankman-Fried and then pass his bill. I fear that could happen because Sam was not the only crypto bro with PACs and lobbyists. And there is no PAC or lobbyist here to work for efficient tax enforcement or sanctions enforcement. Now, I've heard from some on the other side criticizing the SEC. In July, in this room, I criticized the head of the SEC for not going after the head of enforcement of the SEC for not going after a crypto. So, dann der nächste Punkt, genau, was mit der SEC ist. Und das ist einer der Dinge, die Sam Bankman-Fried auch noch unterstellt wurde oder unterstellt wird, dass letztendlich diese gesamte Krypto-Geldwäsche, die bei FTX stattgefunden hat, groß angelegt war, um letztendlich möglichst wenig Regulation da auch irgendwie zuzulassen. Das heißt, die SEC durfte da nicht so wirklich rein, weil es letztendlich auch das große Ding war, weil es letztendlich auch sehr, sehr engagiert war, dann eben auch die Stiftung hatte und so weiter und so fort. Und das ist hier ein großer Punkt, dass fehlende Regulation und vor allem natürlich auch fehlende Regulation der Seiten der SEC, die eigentlich für die Börsenaufsicht letztendlich das größte Organ darstellt. So, und jetzt im nächsten Ausschnitt geht es darum, dass letztendlich die Assets, dass 1 Milliarde an Assets festgestellt wurden und jetzt kommt die Frage, in welcher Form die vorliegen bzw. wie die gefunden wurden. Is we seem even more likely. So, what role if any should he play in FTX moving forward? The role he's currently playing. Zero. Good. You stated that FTX is a platform allowing for users to trade digital assets. Were users engaged in simple exchange of assets or were users permitted to engage in leveraged complex transactions?
Yes, I'm sorry, could you repeat your question? Sure. You say that FTX is a platform aligned for users to trade digital assets. Were users engaged in simple exchanges of assets, or were users committed to engage in leveraged complex transactions? Yes. Okay. You also stated that you have recovered over $1 billion in assets. Can you give a description of the nature and type of assets you have recovered to date? We've recovered over $1 billion of crypto assets. These are, you know, coins of various nature, and we've secured those. That's been our primary focus. We've certainly also secured, you know, our cash in all of our bank accounts. The bank accounts were frozen. We got control over those accounts with new authorized users, which, you know, certainly includes myself. But our main goal is to secure the cash and secure the crypto assets, and that is an ongoing venture. Okay. Thank you. Also die Bankaccounts wurden eingefroren, auch das Cash, was auf diesen Bankaccounts liegt, da hat der neue CEO nun die Vormacht drüber, aber es wurden letztendlich 1 Billion an Assets, quasi an Kryptoassets sichergestellt und die wurden dann auch, wie es vorher gesagt wurde, auf entsprechenden Ledgers sichergestellt und stehen jetzt quasi erstmal noch unter der Obhut von der neuen FTX-Chefetage. So, und als nächsten Punkt, jetzt geht es nochmal etwas weiter, nämlich jetzt wird von einer Dame angesprochen, dass Sam Bankman-Fried und die Bahamas wohl irgendwo sehr, sehr auffällige Aktivitäten gestaltet haben und auch mit Absprachen und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir hören mal gemeinsam rein, weil das ist relativ spannend, was die Dame jetzt letztendlich an Fragen hat für Mr. Ray. Is now recognized by Bankman. Thank you very much, and thank you for coming here to testify today, Mr. Ray. I have a lot to get through, so we're going to try to get these answers as quickly as possible. I want to put together a little bit of a timeline of this collapse between November 12th and yesterday. On November 2nd, we have CoinDesk leaking these balance sheets. On the 8th, Binance signs a non-binding letter to acquire FTX, and Bankman-Fried freezes or pauses withdrawals from FTX. I would like to submit to the record your declaration to the U.S. Bankruptcy Court, or FTX's declaration to the U.S. Bankruptcy Court that was filed yesterday. Now, on November 9th, the day after those assets were frozen, Binance announced it would not go through with the purchase. And according to this filing, the same day, Bankman-Fried emailed the Bahamian Attorney General with an offer. That offer. So, das heißt also, alles wurde eingefroren, die Auszahlungen wurden eingefroren. Und dann hat Binance angekündigt, dass sie entsprechend FTX nicht übernehmen wird. Und dann am nächsten Tag hat Sam Bankman-Fried letztendlich der Aufsicht in den Bahamas geschrieben und ein Angebot gemacht. Offer stated that he would offer to unfreeze withdrawals just for Bahamian customers on FTX. Mit dem Angebot, dass er letztendlich nur für die Einwohner von auf den Bahamas, von den Bahamas, dass er diese Accounts unfreeze und nur für eben entsprechend diese Menschen die Withdrawals, also die Auszahlungen, wieder genehmigt. Quote, so they can tomorrow fully withdraw all their assets. Dass sie am nächsten Tag alle ihre Assets dem den Wallets entziehen können. Das heißt, sie können einen Tag lang alle Auszahlungen machen. Correct. Is that correct? Yes. Now on November 10th, FTX DM, the next day, was placed into a foreign provisional liquidation in the Bahamas, correct? Correct. The next morning. Now, after that, Bankman-Fried then made good on his offer, on his previous day's offer, in that email to the Bahamian AG, opening withdrawals just in the Bahamas for a period of 25.5 hours. Ja, für 25 und eine halbe Stunde hat Sam Bankman-Fried dann in den Bahamas die Accounts geöffnet und hat nur für diese Personen ermöglicht, die Auszahlungen zu veranlassen. Is that correct? Correct. Now, during that period, $100 million was withdrawn in the Bahamas. 100 Millionen Dollar wurden in dieser Zeitspanne abgehoben. From FTX by 1,500 individuals, correct? Von 1,500 Personen. Correct. And this was before, this was the day before you were set to take over. So he was still in control. This was like right before he was supposed to. Und das ist einen Tag passiert, bevor der neue CEO gekommen ist. Das heißt also, in welche Richtung das hier gehen könnte, ist, dass das Ganze entsprechend getimt war, damit Sam Bankman-Fried das noch machen kann, damit er am nächsten Tag nicht mehr in Kontrolle von den gesamten Bankaccounts bzw. von den Exchanges ist. And this off. Now, I think what we have here is that, rather afterwards, on November 12th, we have what Congressman Dean was just asking about with this additional minting, these questions around this additional minting. And then on November 16th, the Bahamian appointed joint provisional liquidators did something very interesting. They came here to the United States Bankruptcy Court and sought an entry to recognize the Bahamian liquidation as the main foreign proceeding. With that additional control,
be of any potential value to Mr. Bankman-Fried for that Bahamian proceeding to be the main one? Well, clearly, you know, there seemed to be an effort by the Bahamian Commission to get control of the bankruptcy process, and I think that was evident by their filing, which, by the way, was made up in New York. Und da kommt letztendlich die nächste Ergänzung, dass genau dadurch versucht wurde, quasi von Sam Bankman-Fried, dem ehemaligen CEO von FTX, Kontrolle über letztendlich diesen gesamten Bankrottprozess zu bekommen und dadurch letztendlich noch die Funds, also das Geld, zu kontrollieren und dadurch letztendlich dann auch eine gewisse Ausgangssituation für dieses Filing, also eben entsprechend für diesen Gerichtsprozess, der dann folgt, auch einzunehmen. Oh, thank you. Thank you for that correction. Now, did you uncover any evidence that demonstrates that this window, that 25.5-hour window, opened in exchange for any consideration offered to Mr. Bankman-Fried by the Bahamian Attorney General or any state official, including a promise to initiate liquidation proceedings which might offer a path towards Mr. Bankman-Fried retaining some control or influence over FTX.com? We intend to investigate everything. Thank you very much. Now, I'd like to dig into a little bit of the timeline of yesterday. Yesterday, jetzt geht es darum, was ich vorhin angesprochen habe, wann die Verhaftung stattgefunden hat. That same declaration that revealed some of this explosive information. What time did you file this? That was around what time? Yeah, 3 or 4 o'clock. Around 3 or 4 o'clock. Now, when you file this information, that requires, that essentially discloses that you are sharing this information, and it discloses that to opposing counsel, correct? Yes, we docket it, and the world knows about it. Now, if opposing counsel essentially becomes notified of this, that would mean that Bankman-Fried and potentially Bahamian officials would have been potentially privy to that information starting around 3 or 4 p.m., correct? Correct. What time was Mr. Bankman-Fried arrested yesterday? I believe it was in the early evening hours, after 4 o'clock. So I believe it was, it was in the evening after that filing. 6, 7 o'clock, yes. I would like to submit to the record the statement from the Attorney General of the Bahamas issued yesterday on the arrest of Mr. Samuel Bankman-Fried. And after submitting that to the record, I would like to note that in this statement, they stated at such time as a formal request for extradition is made, presumably by the Southern District of New York, but they do not state when that request for extradition was made. Do you believe that information is important for us to understand in order to piece together a timeline, Mr. Ray? Yes, sir. I certainly don't have that full timeline. And then. Yes, und das ist entsprechend der Punkt, dass letztendlich diese Verhaftung möglicherweise zu einem günstigen Zeitpunkt stattgefunden hat, damit weitere Informationen nicht fließen müssen oder nicht fließen werden. Und das Ganze geht noch ein bisschen weiter. Hier findet dann noch die weitere Anhörung statt. Und das war es von Tag 1. Also was bleibt kleben, was bleibt hängen? Punkt 1, es wurde nur ein Bruchteil des Geldes, was eigentlich im Umlauf sein sollte oder was eigentlich da sein sollte, wurde nur festgestellt. Die Timeline, also die Zeitabfolge von verschiedenen Aktivitäten, von auch der FTX-Übernahme vom neuen CEO, wie aber auch der Verhaftung, wie jetzt auch der Verhörung, scheint etwas suspekt zu sein, dass Informationen da irgendwo vielleicht dann geschickt genutzt wurden, um lange Zeit eine gewisse Kontrolle für Sam Bankman-Fried weiter zu erhalten, um dann aber auch in einen passiven Zustand zu kommen, damit letztendlich weitere Informationen nicht fließen müssen. Und das Ganze wird gerade hier sehr, sehr kritisch betrachtet bzw. auch aufgeklärt. Es steht nicht gut um die Fonds, um das Geld, was noch im Hintergrund liegt. Es steht nicht gut um die Entschädigung von jetzt allen Personen, zum Beispiel hier, die dieses Video sehen. Es steht aktuell noch nicht gut, aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Nichtsdestotrotz schauen wir uns das an. Und es sind einige sehr, sehr spannende Fragen aufgetaucht, was quasi generell diese Regulation anbelangt, was auch vor allem die internen Bücher anbelangt. Und das wird eine spannende Geschichte. Das schon mal dazu. Wir werden uns Tag 2 entsprechend wahrscheinlich spätestens morgen dann ansehen können. Und das schon mal als Info für dich. Liebe Grüße, dein Dominik von der Wall Street Story. Und ja, bleib positiv, egal was passiert. Ciao, ciao.